können beide Elternteile die volle Kindererziehungszeit für die Erziehung eines Kindes in Anspruch nehmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Nein, das geht natürlich nicht. So hat es auch das Landessozialgericht Thüringen am 10. Januar 2019 in einer Berufungsentscheidung entschieden. Und zwar gibt es keine doppelte Zuordnung von rentenrechtlichen Kindererziehungszeiten, wenn beide Eltern gleichzeitig die Elternzeit aufnehmen und sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Der Gesetzgeber hat im Paragraphen 56 SGB 6 die Kindererziehungszeiten und auch die Zuordnung der Kindererziehungszeiten rechtlich geregelt. Kindererziehungszeiten sind rentenrechtliche Zeiten, es sind Pflichtbeitragszeiten. Das heißt, der Bund zahlt für die Eltern die entsprechenden Pflichtbeitragszeiten. Wir bekommen für Kinder, die nach 1992 geboren sind, für die Zeit von 36 Kalendermonaten Erziehungszeit pro Monat 0,0833 Entgeltpunkte. Das macht bei 3 Jahren circa 3 Entgeltpunkte an Kindererziehungszeiten aus. Und hier in diesem Fall, welches das Landessozialgericht Thüringen entschieden hat, hatte die Mutter des Kindes die Kindererziehungszeiten zugeordnet bekommen und der Vater sagt, warum kriege ich sie nicht auch? Ich habe das Kind ja auch erzogen und hat dann hier einen entsprechenden Antrag gestellt. Der ist dann über das Widerspruchs- und Klageverfahren zum Landessozialgericht nach Thüringen gekommen. Und dort hat das Thüringer Landessozialgericht klipp und klar gesagt, nein, lieber Antragsteller, du hast keinen Anspruch, weil der Paragraph 56 ausschließlich die Zuordnung an einen Elternteil festlegt. Das heißt also, die Eltern können zum Beispiel festlegen, dass die Mutti oder die Mutter des Kindes die Kindererziehungszeiten bekommt oder auch der Vater. Oder sie können sich das sogar teilen, aber dann müssen sie das mit einer sogenannten gemeinsamen Erklärung gegenüber der deutschen Rentenversicherung auch so bestimmen. Im Nachhinein kann man dann letzten Endes nicht nochmal sagen, dass der Vater auch nochmal die gleichen Zeiten bekommt. Für den einen oder anderen mag dieses Urteil vielleicht höchst eigenartig sein oder auch ungerecht sein, aber es ist nun mal die zwingende Rechtsfolge aus dem Paragraphen 56, denn die Kindererziehungszeiten werden aus dem Staatshaushalt gezahlt und nicht durch eigene Beiträge des Versicherten finanziert. Näheres zu diesem Thema und zum Thema Kindererziehungszeiten und die Zuordnung der Kindererziehungszeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de und natürlich auch zu dem ganz großen Dauerbrenner Mütterrente 2 auch nachzulesen auf unserer Online-Rentenberatungsseite. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.